Do not buy Star Wars Battlefront 2. Take that shit back. So you gotta pay fucking money to fucking guarantee that you're gonna get it. So I implore you, do not buy this game. Holy crap on a stick, EA, have you lost your mind? Do you realize how fucking shit that is? Like, I can't tell you the amount of times I got like a goddamn stormtrooper pose from this to like this. Like two of those. Nur für den Fall, falls ihr euch fragt, was hier eigentlich los ist, EA ist los. Oder besser gesagt, Battlefront 2. Das erscheint eigentlich erst diese Woche, hat sich, wie man sieht, aber schon jetzt einen wirklich beeindruckenden Fanclub erarbeitet. Man muss aber auch sagen, EA hat sich dafür schwer ins Zeug gelegt. Zunächst mal wird Battlefront 2 eine ganz neue Messlatte setzen, an die sich all die Jahre kein Publisher herangetraut hat. Lootboxen mit Inhalten, die im Spiel klare Vorteile bringen. Waffen, Starcards, Spezialfähigkeiten, die euch stärker machen, das ist Pay to Win. Wer zahlt, hat einen Vorteil. EA musste einschreiten und das System anpassen. Diese Woche stellte sich dann das heraus. Wer sich mal eben als dunkler Lord durch die Gegner säbeln will, muss Heldeneinheiten wie Darth Vader oder den Imperator erst freischalten. Für Unmengen an Ingame-Währung. Wer sich die auf normalem Wege erspielt, braucht laut Schätzungen über 40 Stunden. Die Fans waren begeistert. So sehr, dass sich EA auf Reddit erst per Posting entschuldigte, mit diesem dann einen Rekord für negative Bewertungen aufstellte und dann zurückruderte. Es ist wie in einer guten Komödie, fehlt eigentlich nur das Popcorn. Man könnte vielleicht sogar lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Denn das Battlefront 2 Debakel ist nur die vorläufige Spitze einer Entwicklung, deren Ende noch längst nicht erreicht ist. Aber wenn wir ehrlich sind, EA ist dafür ganz sicher nicht allein verantwortlich. Und wenn wir noch ehrlicher sind, dann gibt es noch jemanden, der eine nicht unerhebliche Mitschuld an all dem trägt. Nämlich wir selbst. Denn haben wir nicht all die Jahre viel zu wenig dagegen gesagt? Zum Beispiel damals, als 2007 der erste Bezahlinhalt für ein Videospiel überhaupt erscheint. Bethesda wollte den Spielern von The Elder Scrolls Oblivion allen Ernstes das hier andrehen. Nein, nicht das Pferd, das hier. Eine simple Pferderüstung, mehr nicht. 10 Jahre zuvor gab es im allerersten Fall von DLC sowas noch kostenlos. Da schenkte der Entwickler des Echtzeitstrategieklassikers Total Annihilation den Fans jeden Monat eine neue Einheit. Einfach so, für lau. Die Oblivion-Pferdedecke kostete hingegen 2,50 Euro. Das war für ein Item schon damals relativ frech. Die Spieler bestraften den Publisher, indem sie das Ding wie warme Semmeln wegkauften. Nein, ehrlich, die Pferdedecke und die nachfolgenden Inhalte für Oblivion waren ein regelrechter Renner. Das war er. Der Moment, an dem sich die Spielebranche gravierend ändern sollte. Dieser erste Feldversuch ermutigte auch andere Spielepublisher nachzuziehen. Hätten wir doch damals schon was gesagt. Früher musste man noch nichts sagen. Als das Spiel noch in den Kinderschuhen steckte, da reichte es, Geheimnisse zu entdecken oder Cheatcodes einzugeben. Große Köpfe, bunte Kostüme, skurrile Waffen. Damals gab es sowas noch umsonst. Immerhin hatte man ja schon bezahlt. Get over here! In Mortal Kombat 1 schaltete man den versteckten Charakter Reptile noch frei, indem man eine ganz spezielle Abfolge an Aufgaben erfüllte. Das war zwar wahnsinnig umständlich, aber am Ende auch genauso befriedigend. In Mortal Kombat 10 lautet die Aufgabe über 20 Jahre später nun Kontodaten eingeben. Und wenn man will, darf man gleich noch Geld für Easy Fatalities ausgeben, bei denen man nur einen Knopf drücken muss und sich die Buttonverrenkungen der Vorgänger spart. Muss man sagen, früher gab es noch keine Möglichkeit, neue Charaktere ins Spiel nachzupatchen. Im Fall von Street Fighter sorgte das jahrelang dafür, dass Capcom immer neue Präfixe erfinden musste, die es vor den Seriennamen stellen konnte. Super, Hyper, Ultra, Arcade, Turbo, EX. Stets komplette Versionen wegen 3 neuen Kämpfern. Und immer zahlte man für ein Spiel mit, das man im Zweifel schon besaß. War auch nicht optimal, aber damals waren die Spiele immerhin vollständig. Street Fighter 5 hingegen hat selbst 2 Jahre nach Veröffentlichung bis heute keinen Arcade-Modus. Heute hat sich das Spielen völlig gewandelt. Dass Publisher ihre Spiele zum Vollpreis verkaufen und dann noch mehr Geld wollen, ist akzeptierter Standard. Blizzard verdient sich zum Beispiel an Overwatch und dessen Lootboxen eine goldene Nase, obwohl wir längst für das Hauptspiel zur Kasse gebeten wurden. Noch vor 10 Jahren hätte das einen gigantischen Aufschrei erzeugt. Als der Markt mit den Handyspielen zu boomen begann, da lachten wir noch. Spiele mit Ingame-Shops wurden verschmäht. Keiner spielt sowas. Niemand kauft da was. Warum dann Clash Royale, Mobile Strike oder Candy Crush Beträge in Millionenhöhe umsetzen? Weil, ja, Tasty. Die Publisher haben jedenfalls genau aufgepasst und tasten sich seit Jahren beständig an die Toleranzgrenzen der Spieler heran. Als Dead Space 3 2013 auf die irrsinnige Idee kam, Waffen im Spiel gegen Echtgeld anzubieten, war das eher so, naja. Bis man dann merkt, dass der Schwierigkeitsgrad extra so austariert war, dass die Spielerfahrung ohne diese Waffen deutlich zäher war. Wer nicht zahlt, der muss halt grinden oder kriegt die Waffen halt einfach nicht. So einfach ist das.
Den Umstand haben selbst große Spielemagazine damals nicht angesprochen, wohl auch, weil Dead Space 3 darüber hinaus noch weitaus andere Probleme hatte. EA bekam zwar die Quittung für das dreiste Ausscheren aus gängigen Anstandsregeln, aber der erste Schritt war damit getan. Heute, nur 4 Jahre später, sind wir hier angelangt. Bei Mittelerde, Schatten des Krieges und dem Wort der Stunde. Lootboxen. Die gibt es nun seit Jahren. Den Vorstoß in den Mainstream gab tatsächlich wieder EA, die mit Mass Effect 3 das erste Vollpreisspiel mit den Dingern herausbrachten. Über die Art und Weise, wie Publisher ihre Spiele durch kleinste Details, wie dem Wackeln, das beim Öffnen einer Lootbox entsteht, zum Kauf manipulieren wollen oder die Frage, ob das jetzt eigentlich schon Glücksspiel ist, könnte man eigentlich ein eigenes Video machen. Aber kurz heruntergebrochen kann man sagen, für viele Spieler ist dieser Trend die pure Pest. In Schatten des Krieges funktioniert das so. Eine zentrale Spielmechanik ist das Nemesis-System, mit dem ihr im Spielverlauf mächtige Ork-Anführer domestizieren und in eure Armee integrieren könnt oder deren Items erbeutet. Das ist anfangs noch recht spaßig, artet aber ab einem bestimmten Zeitpunkt eher in Arbeit aus. Oder ihr kauft euch einfach Boxen, in denen beides drinsteckt, was offen gestanden gar keinen Spaß macht. Nun muss man dazu wissen, dass in Schatten des Krieges nach dem Ende der Hauptstory abseits der Ork-Geplänkel gar nicht mehr viel zu tun ist. Das Herumhantieren mit dem Nemesis-System ist gerade im Endgame integraler Spielbestandteil. Warum ein Entwickler also erlauben sollte, dass die Spieler die eigenen Inhalte einfach überspringen, ist mir ein Rätsel, aber Warner Bros. Bietet es vorsichtshalber einfach mal mit an. Schatten des Krieges bekommt trotz dieser Tatsache überwiegend gute bis sehr gute Wertungen. Kaum eines der großen Sprachrohre hat den Mumm, einen Test doch einfach mal zu verweigern und urteilt stattdessen eher, warum das alles gar nicht so schlimm sei. Richtig, ist ja auch optional. Man muss ja nicht bezahlen. Die Frage ist aber, wie lange ist denn das noch optional? Immerhin haben sich die Lootboxen selbst in der kurzen Zeit ihrer Existenz ja bereits mächtig gewandelt. Früher wusste man zum Teil immerhin noch, was drin ist. In Dead or Alive 5 konnte man noch ganz gezielt Kleidungsstücke für viel zu viel Geld kaufen. Mittlerweile bekommt man aber gerne auch völligen Mucks, wie in The Division. That's gonna look nice. Aber die Entwicklungen, die die Spielebranche nur allein in den letzten 5 Jahren durchgemacht hat, zeigt, dass wir längst nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Ironischerweise werden die Spielemacher heute immer seltener beim Design ihrer Spiele kreativ, als dabei, sich neue Wege auszudenken, wie sie mehr Geld aus ihren Spielen pressen können. Deluxe-Editionen werden angeboten, bei denen man sich häufig aber fragt, was daran jetzt eigentlich so Deluxe sein soll. Bei Assassin's Creed Origins gibt es für 10 Euro mehr einen Dolch, eine Rüstung und ein Pferd. Früher wäre so etwas im Spiel gewesen. Nach demselben Prinzip funktionieren auch Vorbestellungen. Bestellaktionen. Mit denen soll schon vor dem eigentlichen Release Geld in die Kassen gespült werden. Um das dem Spieler schmackhaft zu machen, müssen Anreize geboten werden. Und die kommen in Form von Zusatzinhalten, die schon längst keine mehr sind. Wer das exzellente Remember Me vorbestellt hat, bekam dafür 3 zusätzliche Angriffskombos, die dafür extra aus dem Spiel genommen wurden. Metro Last Light bekam mit dem Ranger-Modus einen besonders hohen Schwierigkeitsgrad, aber auch nur für Vorbesteller. Auch hier hatte sich ein Publisher bereits verdammt weit herausgewagt. Bei Deus Ex Mankind Divided wollte Square Enix allen Ernstes ein Modell einführen, wie man es von Crowdfunding-Kampagnen kennt. Je mehr Fans vorher Geld zahlen, desto mehr Inhalte sollten im Spiel landen. Trotz Vollpreis. Absoluter Wahnsinn. Sich so etwas auszudenken, zeugt von einer Durchtriebenheit, die fast schon kriminell anmutet. Das Internet ging völlig steil. Square Enix ruderte verständlicherweise zurück. Man wird es ja wohl versuchen dürfen. Mal gucken, wie lange es bis zum nächsten Versuch dauert. As well as the ultimate prize. Deus Ex Mankind Divided. Released. 4 days early. Und dann gibt's das zweite große Schlagwort unserer Gamer-Generation. Season-Pässe, die im Grunde nichts anderes sind als noch eine weitere Vorbestellaktion. Für Inhalte, die man nicht einmal kennt. Der Trick mit dem Season-Pass könnte genialer nicht sein. Sind wir mal ehrlich, wer will schon ernsthaft 6 verschiedene Modelle des Batmobils haben, die alle dasselbe können? Oder 3 zusätzliche Kostüm-Shader in Injustice 2? Die wenigsten per DLC nachgelieferten Inhalte sind tatsächlich so interessant, dass man sie sich alle holen würde. Also behelfen sich die Publisher mit simpelstem 1x1 des Handelns und werfen die guten Inhalte zusammen mit dem überflüssigen Kram in eine Tüte und schreiben da Season Pass drauf. Und teilen uns dann auch noch mit, dass das ja jetzt billiger wäre, als sich das Zeug einzeln zu holen. Dass wir das einzeln wahrscheinlich aber nie wollten, fällt uns da schon gar nicht mehr auf. Mittlerweile kostet der Season Pass gleich nochmal genauso viel wie das Spiel selbst. 50 Euro für Call of Duty, 50 für Battlefield. Wenn man keinen Bock hat zu spielen, dann gleich nochmal 50 für das ultimative Shortcut-Bundle, mit dem man das eigentliche Spiel direkt überspringen kann. Und das wird auch alles dadurch nicht besser, wenn man dabei immer wieder den Eindruck gewinnt, dass die Entwickler Inhalte absichtlich aus dem Spiel nehmen, damit sie noch genügend Stoff haben, den sie uns dann hinterher wieder als Zusatz andrehen können. Bring the boy to us.
In The Evil Within versteht man die Story auch deshalb nicht, weil sie erst in den DLCs halbwegs plausibel erklärt wurde. Asuras Wrath hat da sogar noch einen draufgesetzt. Das richtige Ende durfte man hier zum Vorzugspreis von 7 Euro nachkaufen. Das Hauptspiel endete einfach so, mittendrin. Die Sims 4 wirkte zum Release hingegen wie eine heruntergedummte Version von Die Sims 3. Statt mit DLCs und Add-ons das Spiel nachträglich zu erweitern, nahm EA im Vorfeld Inhalte und Elemente heraus, die der Vorgänger eigentlich alle standardmäßig beinhaltete, um sie dann wieder als DLC anbieten zu können. Und kaum einer merkt's. Mein Lieblings-DLC ist aber der hier. In The Saboteur verkaufte EA für 3 Dollar tatsächlich einen DLC, der die Bardamen in den Stripclubs oben ohne darstellt. Ein Nacktsheet zum Kaufen. Schöne neue Gaming-Welt. Und eigentlich gibt es keine bessere Art, dem Spieler zu zeigen, dass der Inhalt bereits zur Veröffentlichung des Spiels existierte, als den Content auf der Disc zu verstecken. So geschehen unter anderem bei Capcom und Street Fighter Cross Tekken. Die Kostüme, Farbvarianten und Itemslots im Wert von 110 Dollar auf der Disc zurückgehalten haben, um sie dem Spieler hinterher als DLC anzudrehen. Dabei werben die Entwickler für ihre Bezahlinhalte längst nicht mehr nur auf dem Startbildschirm, sondern immer häufiger auch im Spiel selbst. In Arkham City gab es Areale im Hauptspiel, die sich nicht betreten ließen. Diese Areale konnte man nur mit Catwoman betreten. Und die war richtig kostenpflichtiger DLC. Das Spiel war aber schon mal so freundlich, uns direkt im Vorfeld zu erinnern, dass der Preis, den man bereits bezahlt hat, dann doch nicht für alle Inhalte ausreicht. Infamous Second Son hat's genauso gemacht. Eine zusätzliche Superkraft wird angeteased, schenken tut ihr euch aber natürlich keiner. Wer bei Lego Dimensions kein Geld ausgibt, wird nie das gesamte Spiel komplett erleben. Überall erinnern unbenutzbare Objekte, dass man doch bitte 15 Euro für ein Fun-Paket ausgeben möge, um die Figur nachzukaufen, die damit interagieren kann. Da quillt der Fun förmlich aus allen Poren, wirklich. Gerade wenn man den Gegenwert von einer Figur und einem Fahrzeug mit dem gegenrechnet, was man früher für 60 Euro in den Lego-Spielen erhalten hat. In Lego Marvel Avengers gab es dafür noch über 200 Charaktere. Lego Dimensions gibt euch für 90 Euro 3. An was soll man da als Spieler eigentlich noch glauben, wenn der Ruf des Geldes selbst die vermeintlich Unbestechlichen verdirbt? Zu den wenigen von Anfang an Guten gehörte für mich immer Blizzard. Dieses Jahr erschien für Diablo 3 zum Beispiel eine neue Klasse, der Necromancer. Für 15 Euro konnte man die Erweiterung kaufen und bekam dafür, naja, den Necromancer halt. Für die Diablo 2 Erweiterung Lord of Destruction zahlte man damals immerhin 30 Euro. Und da bekam man ja auch nur eine Klasse. Nee, Moment, 2 Klassen. Und einen kompletten Akt. Und aufwendige Zwischensequenzen. Und Runen. Und Zauber. Und neue Söldner. Und eine komplette Gegenstandsklasse. Und Juwelen. Und höhere Auflösung. Nur um das mal zugegeben zu haben. Auch ich habe den Necromancer gekauft, weil ich Diablo liebe und die Klasse toll ist. Das war sie ja schon damals, in Diablo 2. Blizzard weiß das. Genau deshalb haben sie exakt diesen Charakter gewählt. Weil sie die nostalgischen Erinnerungen der Spieler gezielt ausnutzen. Wenn das aber Schule macht, wird es unter Garantie nie wieder ein klassisches Add-on von Blizzard geben. Und ich bin Teil des Problems, weil ich nichts gesagt habe. Diese Art und Weise, mit dem Kunden umzugehen, ist einmalig in der Unterhaltungsindustrie. Niemand wird euch je ein Musikalbum verkaufen und dann versprechen, dass man für nur 25 Euro mehr in Kürze 3 neue Wörter, eine Strophe und 2 zusätzliche Instrumente erwerben kann. Niemand wird euch ein Auto verkaufen, dessen Kofferraum man erst dann öffnen kann, wenn man 200 Meilen abgefahren ist. Und an der Kinokasse wird euch auch nicht per Zufall ein Ticket aus der Box gezogen, bei dem ihr im schlimmsten Fall eine Karte für 50 Shades of Grey für euer Geld angedreht bekommt. They said they could handle it, and the price was right. I thought maybe. Diese Maßnahmen seien aber in der Spielebranche unumgänglich, sagen die Spielemacher. Erst neulich beklagte sich der Chef von BioWare's kommenden MMO-Shooter Anthem, dass man nun mal mehr Geld einnehmen müsse. Spieleentwicklung sei halt nun mal verdammt teuer geworden. Und ja, ist es. Zum Teil weit über 100 Millionen Dollar kostet ein AAA-Titel wie Assassin's Creed heutzutage. Marketingkosten nicht mitgerechnet. Aber so viel kostet ein Kinofilm auch. Nur hat sich diese Industrie über die Jahre daran angepasst, hat Product Placements eingeführt, Lizenzierungsdeals abgeschlossen, Fördergelder angezapft. Das funktioniert auch eher gerade so, muss so aber auch nicht auf den Kunden abgewälzt werden. Und nur mal so nebenbei, im Indie-Markt entstehen viele großartige Spiele, die keine Millionensummen verschlingen. Die Frage ist doch aber bei all dem, was machen wir jetzt damit? Wann lehnen wir uns eigentlich endlich auf? Oder anders, lehnen wir uns überhaupt irgendwann mal auf? Und damit meine ich nicht, wie von Sinnen auf den Dislike-Button zu drücken, frustrierte Amazon-Reviews zu schreiben oder bei Twitter zu meckern, sondern Konsequenzen zu ergreifen. Wie etwa ein Spiel auch einfach mal im Laden stehen zu
lassen oder einen Spieletest zu verweigern. Battlefront 2 wird sich aber wahrscheinlich wieder millionenfach verkaufen. So wie es viele Jahre zuvor auch schon die Pferdedecke von Bethesda tat. Sind wir an diesen Entwicklungen, wie sie uns heute treffen und über die wir uns immer wieder beschweren, also nicht alle mit Schuld? Oder ist es vielleicht sogar schon viel zu spät, um was zu ändern? Immerhin reagieren einige Spielemagazine. Die GameStar fragt die Leser aktuell, ob man Spiele mit Lootboxen abwerten solle. Ob das der Weg ist? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Diese Fragen müssen wir uns aber dringend stellen und beantworten. Und zwar schnellstmöglich. Denn tun wir das nicht, sind wir an dieser Misere alle mitschuld. Mit jedem Spielekauf erhalten EA, Capcom, Warner und Co. die Bestätigung, dass das, was sie da tun, richtig ist. Lass uns ihnen doch zeigen, dass sie da mächtig auf dem Holzweg sind. So, und jetzt danke wie immer fürs Zuschauen. Natürlich habe ich mitbekommen, dass EA mittlerweile zurückgerudert ist. Offensichtlich hat ihnen dann ordentlich Angst gemacht, dass viele Leute ihre Bestellung gecancelt haben. Ich möchte euch auch noch auf dieses Video hier hinweisen. Dieser YouTuber hat mal genau aufgerechnet, wie teuer Spieleentwicklung tatsächlich geworden ist und ob man das nun wirklich auf den Kunden ummünzen muss. Und die Ergebnisse fand ich sehr interessant und spannend. Schaut euch das gerne an und jetzt viel Spaß noch beim Spielen. Ich hoffe, ich habe euch daran den Spaß nicht zu sehr verdorben. Bis dann.